Guten Morgen alle zusammen. Wisst ihr, was mir nicht mehr aus dem Kopf geht? Der ist so präsent in meinem Kopf, diese zwei Bibeltexte. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Ein neues Gebot? Sagt er nicht in Matthäus, liebt einander, ja, liebt Gott mit allem, was ihr seid und habt und denkt und fühlt, mit eurem ganzen Herzen, eurem ganzen Verstand und eurem Nächsten, in dem gleichen Sinne. Dann sagt er aber in Johannes 15, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Ja? Er sagt, dass wenn wir das tun, nennt er uns seine Freunde. Ja? Und was dann sehr interessant ist, in 1. Johannes steht drinne, dass die Furcht nicht in der Liebe ist, sondern die Liebe treibt die Furcht aus. Und wer in der Liebe ist, ist in Gott, denn Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe ist, der ist in Gott und Gott in uns. Ist das der Hammer? Also, was ist dann ganz genau unser Auftrag? Liebt einander. Liebt einander. Liebt einander, liebt einander. Anscheinend muss es sehr schwer sein, einander zu lieben. Und wenn man wissen will, was Liebe bedeutet, 1. Korinther 13, da steht es genau drin. Liebe sucht nicht das ihre. Ich liebe bedingungslos, ohne von jemand anderen etwas zu erwarten, ohne Liebe zurückzuerwarten. Und das ist in dieser Welt sehr, sehr, sehr schwer. Denn wenn man in 2. Timotheus 3 liest, dann steht drinne, dass die Liebe sogar in den Menschen erkaltet ist, dass sie keine Liebe haben. Dann lasst uns die Liebe in die Welt hinaustragen. Seid alle mächtig gesegnet.